Und damit herzlich willkommen zurück in Delphi mit den Hunden bei Titan Quest Immortal Throne. Immer noch mit Freddy, immer noch die gleiche Aufnahmesession wie letztes Mal. Ich habe mich entschlossen, wir labern jetzt nochmal eben kurz mit den Leuten hier rum. Deshalb sage ich jetzt mal, Freddy, ich fange jetzt an zu reden. Leise sein, okay? Danke. Ich mute mich. Okay. Als die ersten Saturn Delphi angriffen, erhob mein Mann schnell das Schwert gegen die Bestien. Er und ein paar andere kämpften tapfer, waren aber schnell in der Unterzahl. Fremder, ich habe ihn in meinen Träumen gesehen. Er sagte mir, dass er nicht über den Fluss Styx zum Hades übersetzen kann, solange sein Tod nicht gerecht ist. Und er sagt, sein Mörder war halb Wildschwein und halb Mensch. Er sagte, dass die Bestien sich im Untergrund verstecken, irgendwo beim Parnass. Gut, wir haben die Aufgabe gekriegt, die trauernde Witwe. Die müssen wir natürlich helfen, einer armen, hilflosen Frau, die komische Vision im Schlaf hat von ihrem toten Mann. Gut, wir reden jetzt noch mit der Rothaarigen. Die Zelte, die du an unseren Straßen siehst, die Reisenden, die herumstehen, sie sind alle Flüchtlinge. Sie sind alle hergekommen und wollen wegen der Monsterplage nicht mehr gehen. Oh, kommen und wollen nicht gehen. Dann noch mit dem Schönling. Sprich durch mich, o Muse, und erzähle vom Krieg mit Troja. Der Krieg begann mit Göttern, endete aber unter Sterblichen. Die Göttin Eris warf den Göttern einen goldenen Apfel zu. Auf ihm stand geschrieben, für den Gerechtesten. Die drei Göttinnen Athene, Hera und Aphrodite konnten sich nicht einigen, wem er gehören solle. Athene, weise und kriegserfahren, Hera, die Gattin des Zeus, oder Aphrodite, die für die Liebe zuständig war. Sie suchten einen Sterblichen auf, einen königlichen Prinzen von Troja namens Paris, damit er ihren Streit auflöse. Hera bot ihm Königreiche, Athene bot ihm Kriegsgeschick und Tapferkeit, aber Aphrodite bot Paris die schönste Frau auf Erden an. Er entschied sich für sie. Doch, oh weh, diese Frau war die Gattin des großen Königs Agamemnon. Und als Paris die schöne Helena holen wollte, zog sich Troja den Zorn aller Griechen zu. Sie zogen in den Krieg, um die gestohlene Braut zurückzuholen, und viele Männer fielen in diesem bitteren Streit. Sie fielen für die Narretei der nutzlosen, stolzen Götter. Okay, der sagt, Götter sind scheiße. Seine Aussage, nicht meine. Dann reden wir noch mit dem Spaß hier hinten. Der hat, glaube ich, noch eine Quest. Nee, hat er nicht, okay. Das ist ein Krieger, richtig? Ja, das ist ein Wachthauptmann. Du bist nicht der Erste, der hier kommt und glaubt, dass der Gott Apollon seinen eigenen Tempel vor den Monstern beschützen würde. Nein, wir beschützen ihn. Gute Krieger sind gefallen und kein Meteor, kein Pfeil ist vom Himmel gefallen, um unsere Feinde zu treffen. Gut, der ist nicht so überzeugt von Apollon. Alter, meine Maus. Ich hasse meine Maus, Alter. So richtig hässlich. Seht ihr das? Ich bewege die gerade über den ganzen Tisch, ey. So, jetzt geht's wieder. Ich weiß auch manchmal nicht, ob das an meiner Maus liegt oder an meinem PC. Weil manchmal funktioniert sie dann wieder einwandfrei. Gut, dann wird das wahrscheinlich eine Stadtfahrt. Alter. Ich töte sie gleich einfach so instant so. Zack. Boah, meine Maus ist richtig scheiße. Freddy, ich rede gerade übrigens nicht. Achso, das heißt, ich muss jetzt reden? Ja. Für ein Mensch, bitte. Ein guter. So, wir gehen jetzt zum Händler. Ich verkaufe an die Weisen und Mächtigen. Schnauze? Bist du sicher, dass du hier einkaufen möchtest? Sorry. Boah, das sieht schon ganz schnuckelig aus. Zack, das dahin. Okay, ich bin ja gelevelt. Boah, ich hab Fuck, Alter. Die Kyras ist scheiße. Da nehme ich lieber Stärke anstatt Geschicklichkeit. Da nehme ich. Oh fuck, jetzt 44 Rüstung. Wie viel hatte die andere eben gerade? Ach, meine Maus. Die hatte 40, okay, die war okay. Gut, dass ich die verkauft habe. Der ist schlecht. Der ist schlecht. Schlecht, nicht schlecht, aber brauchen wir nicht. Spielerstufe 18 ist schlecht.
Wie gesagt, da weiß ich jetzt nicht, was ich machen soll, aber Geschicklichkeit lege ich eigentlich keinen Wert drauf. Ist halt nur, dass die mehr Rüstung macht. Dann kommt das noch dahin, der kommt. Oh, meine Maus, Alter. Das ist schon echt nicht sexy. Ich muss mich mal darum kümmern, dass sie wieder funktioniert. Das wäre sexy. Der Stab ist besser als meiner. Tschüss, alter Stab. Was haben wir da? Du benutzt Stäbe? Ja. Nein, also warum? Speere, sorry. Ja. Ach schon. Nein. Reise möglichst weit fort von hier. Die Fresse. Gut, dann aktivieren wir das Portal. Zu dem Typen müssen wir nicht. Dann gehen wir nochmal kurz unten zum Karawanenhändler. Oh, Alter. Lager tief und breit, wie die Dichter sagen. Ja, was die Dichter sagen, ist mir ziemlich egal. Das sind schon mal 4, dann sind das 5. Da kommt die hin. Die kommt dahin. Ja, hängen doch noch mehr, du Wichser. Einer, zweier. Das ist echt nicht schön, muss ich sagen. So mit der Scheiße, die hier so hängt. Dann packen wir das dahin. Das sind alles Einer, dann haben wir hier Zweier und der Dreier. Moment, Einer, Zwei, Drei, Vier, Fünf, also dahin. Können wir da drunter gleich die Dinger anfangen? Ach, Alter! Das ist echt zum Kotzen mit der Maus. Ich weiß gar nicht, was da jetzt gerade abgeht. Vielleicht ist mein Computer einfach komplett überfordert, wie immer. Das ist doof. Ja, so schlimm war das die ganze Zeit noch nicht. Eine 36er Rüstung, für die ich nur ein bisschen mehr Stärke bräuchte. Okay, ich kann die ganze Scheiße, die ich mir nicht habe, verkaufen, weil die alle schlecht sind. Genauso wie ein Bogen. Bogen benutze ich eh nie. Die Dinger haben 44 Rüstung. Na, außer die, die kann ich nicht behalten. Leb ich, wohl. Ja, leb du auch wohl. Du bist ein netter Mensch. Ich würde mal sagen, ich guck mal kurz nach, ob ich irgendwas... Klingen, Schilde, Tränke, Schmerzen. Beinschienen, Bögen, Helme aller Sorten. Oh, kann ich dir helfen? Ernsthaft, du hast gar keine Ringe, du Wichser? Richtiger Held bist du auf jeden Fall. Viel Glück! Danke. Gut, dann müssen wir jetzt doch nochmal zurück zum Lager. Noch ein Reisender mit Sachen, die verstaut werden wollen. Mensch, ein Reisender mit Sachen, die verstaut werden wollen. Machst du Sachen, wa? Kommt der ganze Scheiß hier wieder rein. Wir haben mal ein leeres Inventar. Jetzt möge Apollon dir wohlgesonnen sein. Möchte er nicht. Jetzt gehen wir nochmal kurz zum Händler. Und gucken danach, ob der unfreundliche Penner... Versuche nicht mit einer dieser mazedonischen Münzen zu bezahlen. Was für mazedonische Münzen? Ist der bekifft, Alter? Der hat ja nur Mist. Oh, 16 Stärke. Ja, der hat ja nur Mist. Das würde mir 5 Stärke plus bringen. Das hätte eigentlich 29. Wobei ich natürlich auch einfach so ein Geschicklichkeitsding wegschmeißen könnte. Was habe ich auf den? Da habe ich Stärke drauf, aber nur 8. Gut, da gibt es aber leider keinen. Das heißt, ich kaufe mir auf jeden Fall diesen Ring hier. Und dann schmeiße ich eventuell den Geschicklichkeitsring weg, wenn ich den nicht unbedingt brauche. Ich brauche ihn scheinbar nicht, behalte ihn aber mal. Okay, Wiedersehen. Tschüss. Jetzt habe ich 141 Stärke. Und danke. Noch 94 Geschicklichkeit. Ah, das interessiert mich. Kennst du Simonides? Nein. Toller Dichter. Okay. Weil jetzt habe ich wieder mehr Geschicklichkeit als vorher.
Und jetzt habe ich noch ein bisschen mehr. Und wie viel brauche ich für die? Da bräuchte ich nochmal. Oh, 10 Rüstungen mehr. Lebe lang, 10. Oh Reisender. Danke. Ich finde es immer toll, wenn die Händler Klingen, so nett sind. Wir sind nie nett. Du schon wieder. Oh, ich bin schon wieder. Tschüss. Doch, man, die sind teilweise todesnett, Alter. Ich weiß nicht, ob ich so kämpfen kann mit der Maus. Kurz auf eine Pause. Und damit herzlich willkommen zurück. Und ich beende gleich hier den Part. Ich gehe nicht mal mehr raus aus der Stadt. Wir gucken uns einfach nochmal ein bisschen im Questlog um. Was haben wir jetzt noch für Nebenaufgaben? Wir haben gekriegt die trauernde Witwe. Okay, wir können hier nicht mal scrollen drin. Mein Spiel hängt gerade. Ich hatte gerade 0 FPS. Wir haben Akt 1 alles gemacht. Wir haben jetzt die trauernde Witwe. Da sollen wir irgendwas töten. Und die Hauptaufgabe ist immer noch... Nein, suche die Antwort. Ja, stimmt. Was ist das denn für einer? Lasse deine Vergangenheit vergehen. Erfahre deine Zukunft neu. Oh. Okay. Man kann bei den blauen Typen übrigens die Levelung rückgängig machen. Ich weiß. Ich wusste das nicht. Ich habe jetzt gerade ein bisschen was umgestellt. Möge das Schicksal dich Größe lehren. Hab jetzt 5 neue Punkte. Ich glaube, das lohnt sich überhaupt nicht. Weil das ja schon recht teuer ist. Ich weiß auch nicht, warum ich abgenommen habe. Ich glaube, da ist nichts Gutes bei. Ich würde, um ehrlich zu sein, lieber wieder umskillen, komplett. Die Übertragung von Wissen hat einen hohen Preis. Wie ist das eigentlich mit dir umskillen so? Also du kannst dir bei dem Typen mit der blauen Kugel für Geld deine Punkte zurückkaufen. Der erste Punkt kostet 250. Ich bin jetzt bei 2000 Kosten pro Punkt. Okay. Und dann kannst du halt immer weiter zurückskillen. Die Hauptfähigkeit kannst du nicht zurückskillen. Und dann hast du es wieder 5 ist Punkte. Beschlossen. Okay. Formen zum ist Erfüllen oder Relikte zum Zerschlagen? Komm wieder. Na gut, mein Timer müsste jetzt gleich klingeln. War heute ein etwas kürzerer Part. Aber ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen. Und ich sage hiermit Tschüss. Verabschiede mich. Bis übermorgen oder so. Haut rein, Leute. Tschüss.